Ich hatte ein anstrengendes Blog-Seminar hinter mir in der International Blogging School. Wir hatten uns nochmal die Essentials des Bloggens vorgenommen. Immer wieder werde ich darauf angesprochen, was ist das Wichtige beim Bloggen? Ich kann nur immer wieder sagen, immer auf die Frisur. Und dann erklärte ich die Mannschaftsstrategie. Klose. Eine ganz einfache Figur. Das ist das Haus vom Nikolaus. Schönen Dank, das wär's für heute. Ich war froh, dass ich nach Hause kam, als ich zu einem Noteinsatz gerufen wurde. Na, ich habe einen dringenden Fall. Da will jemand bloggen lernen im Atlantik. Dr. Kluge, kennen Sie ihn? Dr. Kluge? Nee. Ah ja, ist ein Notfall, der muss schnell bloggen. Und Dr. Kluge bestellte mich ins Atlantik Hotel. Ich meldete mich an der Rezeption an. Matusek ist der Name. Und dann kam er. Er machte einen sehr gehetzten Eindruck. Er hatte einen dicken Stapel Papier unter dem Arm, Material, das ihm meine Agentur Easy Blogging vorab zugeschickt hatte. Ein beträchtlicher Teil seiner Aufzeichnung, so stellte sich heraus, galt in Vorbereitung auf das Polenspiel. Ich sehe, Sie haben sich sehr gut vorbereitet auf diese Stunde. Ja. Wir begaben uns in den Innenhof des Atlantik, wo ich ihn mit den Grundübungen des Bloggens vertraut machte. Wir begannen mit leichtem Lauftraining. Die Hand ruht am Kameragehäuse. Ich zeigte ihm, wie der Apparat funktioniert und dann die Grundfigur Blitzangriff, bei der man dem anderen die Kamera ins Gesicht stößt. Wichtig, und das schärfte ich ihm immer wieder ein, wichtig ist es, unorthodoxe Spielzüge einzufügen, zum Beispiel ein Bierglas umzuschmeißen, einfach um Bewegung ins Bild zu bringen. Ach du Scheiße. Was sagte er? Ja. Das Bloggen ist gefährlich. Ja, Bloggen ist gefährlich, siehst du? Es sah für Momente so aus wie im Quartier der Nationalmannschaft. Lauter Bier. Dann erklärte ich ihm die Psychologie des Bloggens. Ganz wichtig beim Bloggen ist, unverschämt zu sein. Ja. Also nicht höflich. Möglichst höflich, aber gleichzeitig unverschämt. Ich erklärte ihm, dass es wichtig ist, immer irgendwas zu sagen. Früher, zu Zeiten des Stummbloggens, war das nicht entscheidend. Aber jetzt, mit Ton und allem, wird es oft ziemlich blöd, wenn man nichts sagt. Ja, was man nicht machen kann, ist irgendetwas sagen. Ja, man muss ja irgendwie wissen, was man sagt. Ja. Man kann gar nicht irgendetwas sagen. Ja. Aber man kann versuchen, Wörter ohne Konsonanten zu bilden. Und dann klingt das wie Chinesisch. Ja. Viele Blogs, die groß ansetzen, bleiben unvollendet, weil zwischendurch die Finanzen ausgehen. Deshalb ganz wichtig, unser Grundkurs Finanzen beim Bloggen. Ich schlug ihm also vor, die Zeche zu peilen, weil die 28 Euro pro Blog sehr schnell verbraucht sind. Niemand ist verpflichtet, über sein Vermögen hinaus etwas zu bezahlen. Das ist ein alter römischer Rechtssatz. Ja? Allerdings knickte er dann doch ein. Wir würden gerne zahlen. Natürlich. Ja? Auf dem Weg zurück ließ ich ihn üben, das Laufen mit der Kamera. Bei Anfängern immer besonders schwierig. Sie bleiben im Bild. Bleiben im Bild. Hm? Das machen Sie sehr gut. Jetzt nicht anstoßen an den Baum. Nein. Ich war recht zufrieden. Wir verabredeten einige Übungsaufgaben, leichte Sachen. Er sollte was Feuilletonistisches über Lampen machen. Dann irgendwas politisch Brisantes, was zur Olympiade oder zum Terrorismus. Eventuell noch eine kleine Geschichte über das Regietheater. 4 Wochen später trafen wir uns zur Abnahme. Natürlich war er nervös. Bei Anfängern eine ganz normale Angelegenheit. So, Herr Kluge. Sehr schön. Ja, das Bier ist wichtig. So, da stellen wir gleich mal hin. Das muss immer in Griffweite stehen beim Bloggen. Ich habe mir Ihre Arbeitsproben angeguckt. Es sind schon sehr schöne Sachen dabei, muss ich sagen. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, wir wollen uns das gleich mal im Einzelnen angucken. Wichtig ist immer hier den hochwertigen Monitor in Form eines Laptops. Ja, da gebe ich Ihnen nachher den Fabrikanten. So, weil ich kriege da Prozente. So. Das heißt, nachts träumen die Lampen des Ateliers von ihrem wahren Leben. Und das ist eine sehr schöne, eine Totale auf die Lampen. Ja. Nur, was mir als Blogger sofort auffällt, ist, Sie haben das individuelle Schicksal ein bisschen unterschlagen. Also ich hätte mir als Blogger erstmal eine Lampe rausgenommen und sie ein bisschen vorgestellt. Wenn ich mal hier stoppe, zum Beispiel ist eine sehr interessante Lampe hier. Ja. Und da würde mich interessieren, wo was kommt die her, was kann die, Verwandten, irgendwie ist sie mit der Taschenlampe verheiratet oder was macht die privat? Also ich hätte mir da orientalische Musik gewünscht und so ein bisschen ein paar aufdringliche Beschriftungen hier. Ja. Und wie gesagt, ein bisschen mehr Sex, also vielleicht ein bisschen mehr, sagen wir mal, die Einzellampe auch ein bisschen entkleiden und damit man da reinzoomen. Aber wie gesagt, das ist schon sehr schön. Vor allen Dingen bei dem Film ist wichtig, er ist nicht so lang wie Die Macht der Gefühle, sondern er ist 3 Minuten lang. Wohltun kurz. Das ist Minute. Das Erste, was ich in Ihrer Schule gelernt habe, ja. Meister. Ja.
So, jetzt kommen wir zur... Machen wir doch mal Richard Wagner, die Lust und das Pferd. Ja. Das Pferd, das trojanische Pferd, kann man hinten so wie ein Brunnen, ja? Ach, das ist gut, wie so eine Slot-Machine in Las Kotzt Vegas. Es, dann Ach, kotzt ja. es, wunderbar. Und zwar Samen. Ja, ja. Samen, so, ja. Ja, ja. Sperma, ja. ja. Und die Frauen fürchten sich da etwas. Die reiten dieses Pferd, das trojanische Pferd. Die haben Angst, schwanger zu werden, ist doch klar. Ja, ja, sicher. Ja. Also, vom Pferd schwanger zu werden, ist nicht schön. Und sehen Sie, und da wachsen mir dann die Schüler wieder über den Kopf. Ja, da bin ich dann konservativer als meine Schüler. Ja. Nun bloggen Sie ja auch nicht, wenn Sie in die Oper selbst gehen. Also, oder machen Sie das während der Vorstellung? Unter der Bank, Dr. Kluge, wir Blogger sind immer im Dienst. Und wenn es uns in der Oper langweilig wird, ziehen wir die Kamera raus, machen diesen, drücken drauf. Sehr gut, so. Immer bereit. Ja, und halten das Richtung Bühne. Ja. Bis der Hintermann sagt, können Sie mal mit dem Quatsch aufhören. Dann müssen Sie sich empört umgucken mit der Kamera und sagen, ich muss das machen, ich bin Arzt. Ja, ich muss das machen, ich richtig, bin Arzt. Das ist muss gut. Die, das ist gut. Na, das wird auch immer, oder? Ja, ja. Und dann zeigte er mir noch den politischen Kluge. Hier, das ist in Mainz. Hier, Herr Kluge, sind Sie rausgegangen mit der Kamera? Ja. Das ist sehr gut. Ja. Das ist sehr gut. Zur Bundeswehr, zu unseren Soldaten. Das Bild hat Schlieren natürlich, ne? Man sieht hier deutlich diese weißen... Das ist Schnee. Ja, nein, das waren Schlieren. Ich höre Ihnen, das ist Schnee. Das waren Schlieren. Also ich kenne es aus der großen Vorführung. Nein, das waren Schlieren. Das ist eindeutig. Ich wusste außerdem... Also wer ist hier der Meister? So. Sind Sie, aber Sie sind nicht der Meister über die Wahrheit. Ja? Das wird sich noch ausstellen. Was mir gefiel, war sein Enthusiasmus. Sein Blick für Themen. Logisch, dass er handwerklich noch zulegen musste. Aber ich war zuversichtlich. Ja. Herr Kluge, das war schon recht ordentlich. Und wir wollen dann in der nächsten Stunde dann mal ein geschlossenes Werk von Ihnen. Ich danke für die Lehrstunde. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank und bleiben Sie dran. Das wird noch was. Mein Entschluss stand fest. Ich würde ihn ins kalte Wasser schmeißen. Alexander Pluge würde für mich auf prominenten Jagd gehen. Nächste Woche also. Beginn des Autorenkinos im Blog Alexander Kluge.